Hoi, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem Update nach sehr langer Zeit. Da haben wir uns echt nicht drum gekümmert, aber wir waren auch sehr beschäftigt. Und zwar TBT im Glück. Gibt's mal ein Update. Da haben wir Bagisch am Start. Mit seinem Ultimate Guard gesponserten Ordner. Da kommen alle Trades rein von TBT im Glück. Und ja, schauen wir mal an, was er so hat, wie seine Strategie ist, was er so geplant hat. Dann schauen wir mal erstmal, wunderschöne Farbe. Könnte ein bisschen dunkler sein, aber ansonsten sehr schön. Was habe ich denn da? Stego Cyber, Yosenjo Ojam. Hey, die ist Pagalera oder so. Mosaikware oder so. Echt? Oi, das stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Kann ich vielleicht gut eintauschen? Dann habe ich noch Inferno, Patriuela und Übelchar Ketos. Ich kann vielleicht ein bisschen was aus denen machen, aber schaut nicht so gut aus, aber ist die erste Seite die beste Seite? Das ist das Traurige, ja, es ist die beste Seite. Wie ihr wisst, könnt ihr nochmal anschauen, vielleicht verlinkt der Song nochmal. Das Pack-Opening, ich habe wirklich katastrophal gezogen. Der Einzige, der schlechter gezogen hat, ist Dimmi. Ja, schauen wir mal. Dann habe ich hier Shadol, Schattenpuppe ist Shadol, oder? Ja, Kunstlerkümpel. Ich kann nichts dazu sagen, ist wirklich schwer was rauszuholen, aber ich werde mein Bestes geben. Bazu. Ah, Ua, vielleicht geht da was. Der wird ab und zu gebraucht. Glutbeschleuniger. Schau mal. Ua und Yosenjo Wirbelwind. Die ist nicht so schlecht. Und der ist auch in Ordnung. Der Anfang ist halt der schwierigste. Wenn es einmal in Rollen kommt, Karten tauschen, erweitern, könnte was werden. Als Update so, ich habe nicht so gute Voraussetzungen, aber schauen wir mal. Also du hast gerade die Voraussetzungen angesprochen und Dimmi, also wie würdest du dich einschätzen, wer hat am besten gezogen und wer am schlechtesten? Chong hat mit Abstand am krassesten gezogen, das weiß ich noch. Und ja, Dimmi und ich haben schlecht gezogen, Nico hat normal gezogen und Tati hat auch normal gezogen. Also schätze dich eher am Ende ein. Ja. Und wie ist deine Strategie? Wirst du jetzt zum Beispiel alles gegen eine gute Karte tauschen oder versuchen, viele Commons anzutauschen? Viele kleine Trades ist mein Ziel, weil wenn man einmal große, wenn es natürlich einen gibt, hey, gib mir all deine Karten, ich gebe dir die, dann werde ich es natürlich machen. Und dann die werde ich wieder gegen viele normal gute Meta Commons Rares tauschen und auf jeden Fall viele normale Commons tauschen und man weiß ja nie. Das war das Update von Bagisch. Wir sind gespannt. Sehr interessante Strategie, sehr interessante Karten. Mal schauen, was er daraus machen kann. Ansonsten checkt Ultimate Guard ab, checkt die anderen Folgen ab, bleibt dran für die anderen Teilnehmer, was die so geplant haben. Und bis dahin, leidet nicht. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet, das sind gute Sponsoren, gute Preise und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab und leidet's nicht und schaut's vorbei.